Hallo und willkommen zurück bei Clanfolk. So, wir haben ein paar Sachen und vor allem als allererstes gehen wir natürlich auf die Kommentare der letzten Folgen ein. Fangen wir mit Folge 2 an. Von Micha. Ich bin mit dem Charakter semi zufrieden. Ja, Micha, was ist denn los? Also, was gefällt dir an Micha nicht? Außerdem, wenn ich das richtig gesehen habe, wenn ich in den Stammbaum gehe, wäre Micha, wärst du einer der ersten, wenn wir einen neuen Charakter bekommen, der dann Micha der zweite wird, ne? Aber was gefällt dir denn an dem Charakter? Nur so semi. Oder also, was gefällt dir so semi nicht? So, was hat denn Jo geschrieben? Jo hat geschrieben, klar bin ich mal wieder die Frau. Aber er meinte mit einem XD. Also von daher, also du bist eine junge, erwachsene Frau, ja? Also ich weiß nicht, was daran ist, doch alles in Ordnung. So, machen wir mal Folge 4. Dinom hat geschrieben, bau mal bitte um die Straßenkante oben ein L-förmiges Gebäude. Ja. Ja, das können wir machen. Ich habe zwar hier schon einen Weg eingezeichnet, aber der ist ja noch nicht gebaut worden. Das heißt, wir machen den Weg weg. Hier haben wir natürlich auch noch einen Weg, den machen wir auch weg. Und dann machen wir hier ein L-förmiges Gebäude drum. Das heißt, das ist ja Kiesweg, ne? Wir haben hier Kiesweg. Ja, hier hat natürlich mal wieder keiner die Fackeln angemacht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die haben Priorität 10. Das ist auf Reparatur. Und wenn ich bei Fertigkeiten Index gucke, das haben wir beim letzten Mal gemacht, wir haben Reparatur ziemlich weit nach oben getan. Ich überlege gerade, ob wir es bei allen ganz nach oben machen sollen. Ja, komm. Das hat hier Priorität im Winter. So, aber jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. Wir machen erstmal jetzt den Weg wieder hier fertig. Ne, es geht hierher. So, dann machen wir hier. Geht das hier so rum? So, dann machen wir hier jetzt ein L-förmiges Gebäude hin. Wir haben hier noch einen Weg. Das heißt, wenn wir hier jetzt die Wand nehmen, wir nehmen die Wand natürlich aus Ziegel. Das wäre natürlich ein größeres Gebäude so. So, dann haben wir hier so ein L-förmiges Gebäude. Hier ist der Eingang. Oder sollen wir hier den Eingang hin machen? Komm, wir machen hier den Eingang hin. Nein. Zack. Hier wird dann Eingang gemacht. Und dann gehen wir hier. Machen wir den Kiesweg weiter, während wir hier dann den Erdboden. Wo ist Erd? Kiesweg machen wir weg. Hier Trampelfahrt. Wird das hier noch Trampelfahrt? Wir erhöhen, also machen hier wieder Kiesweg. Hier hoch. Dann haben wir ein L-förmiges Gebäude. Es kann ja erstmal gebaut werden, bevor wir hier weitermachen. Das wird dann vielleicht das Gasthaus. So, und hier ist es anscheinend auch zu warm. Okay, hier sind die Hühner sind tot teilweise. Das Ding ist, wenn wir jetzt hier eine Wandfackel reinsetzen, ne, dann sprüht das ja Funken und das brennt. Also wäre es, glaube ich, besser. Wenn wir dann hier eine Lüftung zwischen machen,
Und wir tun hier die Fackeln rein, oder? Wo sind denn jetzt die Fackeln? Bei Lager gibt's, bei Jagen gibt's was Neues? Ein Katzenkörbchen. Ja, können wir ja mal bauen. Ne, was soll der Geiz? Und eine Rattenfalle. Gut, ich habe jetzt keine Ratten im Moment. Jetzt bin ich aber ein bisschen... wo sind denn die Fackeln gewesen? Wir machen es einfach so. Ach, da ist das Fenster. Ja, ja, okay. Tun wir dieses Fenster einfach noch... Tun wir dieses Fenster mal nach... Hier. So, was sagt die Temperatur? Immer noch Raumtemperatur, minus 5 Grad. Ich mache den mal eine Priorität hoch. Dafür brauchen wir Lehm, aber die Eisenbarren sind das Problem, ne? Für die Eisenbarren müssten wir natürlich hier Bergbau betreiben. So, aber dann machen wir mal weiter Text. Schöne Grafik. Ja, finde ich auch ganz nett, ja. So, Folge 5 von Dinom. Ist das so, dass beim Rauszoomen die Dächer angezeigt werden? Ja. Kannst du dann standardmäßig rausgezoomt spielen? Also immer hin und her? Ja, okay. Wie wär's denn? So? Wie wär's denn mit so einem Mittelweg? Ja, wobei, ich weiß nicht, so kann ich noch ein bisschen reingucken? Kann man hier irgendwo das Dach? Dach, Auto, Dach ein. So, jetzt ist Dach an. So kann ich auch reingezoomt lassen. Dann kann ich das Dach immer aus- und anmachen. Aber ich finde, das sieht irgendwie kacke aus. Aber da muss ich halt einen Button drücken, ne? Bei Auto... Na, dann kann ich, geht das automatisch beim Rein- und Rauszoomen. Aber ich finde das persönlich mit dem Dach eigentlich nicht so schön. Aber gut, wir können es ja erstmal so lassen. So, Folge 7. Ein Glück, dass du bei diesem Spiel nicht manuell priorisieren kannst. Besser organisieren und untergehen. Ja, das Problem ist, wie kann ich das denn besser organisieren, dass die nachts hier diese Fackeln anmachen? Ich meine, ich habe denen die maximale Priorität gegeben. Vielleicht so. So, jetzt sind alle Fackeln. Was war das denn gerade? Sauberkeit. Die Sauberkeit ist ein Problem. Die Henne ist tot. Aber die kann man ja hier schlachten. So, wie war denn das nochmal, um Wasser zu bekommen? Hier stellen wir Tonkrüge her. Wie haben wir nochmal Eiswasser bekommen? Ich hab's schon wieder vergessen, weil es so lang her ist. Ja, nötig. Wie war das mit dem Wasser?
Es fehlt vor allem Stroh, ne? Das Problem ist hier... Ah, warte, hier? Ah, okay, also doch hier. Hier wird Eis gesammelt. Und das wird dann hier reingetan. Okay. Ray macht das schon. So, wir haben jetzt ein Grad hier drin. Obwohl hier maximale Prio diese Wandfackeln sind, sind die einfach nicht an. Bad Kitty. Wenn ich jetzt hier eine der Fackel Bad Kitty zuweise. Rennt man nicht übereinander. So. Zack. Kümmert er sich jetzt darum? Also er macht sie zumindest nicht an. Es muss irgendeine Funktion geben. Das sind alles Overlays. Wie ich sagen kann, dass die an sein sollen. Gucken wir nochmal hier. Ist hier vielleicht irgendwie... Was gibt es denn hier noch? Reparatur. Also, wenn ich auf die Fackel gehe, stehe, es gehört zu Reparatur. Ich habe gedacht, okay, vielleicht gehört es zu Transport, aber... Hier steht Reparatur. Bad Kitty ist an Altersschwäche gestorben. Das ist nicht gut. Scheiße. So, dann müssen wir ein Grab bauen. Ich werde jetzt... Wo haben wir denn... Haben wir nicht schon mal ein Grab vorbereitet? Ich werde hier unten jetzt ein Grab bauen. So, Sack und Zwirn. Hier wurden natürlich mal wieder nicht die Fackeln angemacht. Oh, Ray hat eine Fackel angemacht. Ich bin stolz auf dich, Ray. Ja, Dinom hat auch eine Fackel angemacht. Sehr gut. So, wo haben wir jetzt das Grab hingemacht? Hier unten, ne? Aber immer noch minus 2 Grad. Brennt der Lüfter oder was? Oh, jetzt brennt es zumindest hier drin. Da sollte aber die Temp... Alter, wir haben minus 9 Grad da drin, obwohl es so gebrannt hat. Wie viel Heu haben wir denn noch? Okay, wir haben sehr viel Heu. Landwirtschaft. Landwirtschaft. Wer hätte denn Landwirtschaft? Sammeln. Bei Ray muss erstmal das hier nach ganz unten.
Und ich glaube, wir können die jetzt auch wieder nach unten machen. Zumindest zum Teil. Weil wir haben ja jetzt Ray. So, Landwirtschaft heißt, mach die Norm. Minus 11 Grad. Die Fackel kann noch entzündet werden. Wir müssen auch mal Plumpsklo drin machen. Aber die Lüftung geht doch nicht nach draußen, oder? Die Lüftung ist nur zwischen Räumen. Ah, sehr gut. Da wurde eine... Da, jetzt werden sie wieder angezündet. Die Fackeln. Gut. Es wird Zeit, dass der Winter vorbei ist. Der Winter ist echt hart. Vor allem, wenn die Fackeln nicht anmachen. So, benötigt Sack haben wir in Auftrag gegeben. 2 Stück. Wir haben auch nichts zu essen. Ich habe gar nicht pausiert. Warum hat der pausiert? Der pausiert die ganze Zeit. Warum pausiert der? Der pausiert, sobald ich auf Aufgaben drücke, kann er... Hä, kann das sein? Ich habe auch das Falsche gedrückt. Ich wollte hier drücken. So. Pilze sammeln. Haben wir denn noch Pilze irgendwo? Nee. Was ist mit Jagen? Aufgaben jagen. Da war ein Hase. Erstmal die komplette Umgebung müssen wir hier voll wegjagen. Okay, hier sind auf jeden Fall ein paar Hasen, die man jagen kann. Weil wir haben nämlich kein Essen mehr. Wir haben noch ein minimal Fleisch, aber das reicht nicht für mehrere Tage. Raumtemperatur 4 Grad. 5 Grad, sehr schön. Sehr gut, die Norm. Endlich wird wieder Stroh hergestellt. Das wird natürlich direkt benötigt. Wo bringst du das hin? Ach so, für die Tierbetten.
Wieso hast du denn, bist du denn jetzt zuerst dann auf Bauen gegangen und hast nicht zuerst die Landwirtschaft weitergemacht? Oder kostet das Landwirtschaft? Ach so, das kostet auch Landwirtschaft. Und die Tierbetten haben natürlich eine höhere Prio. Wir setzen die Prio runter, wieder auf 5. Vielleicht sollte ich alle Prioritäten zurücksetzen. Wir setzen mal alle Prios zurück. So, jetzt setzen wir die Fackeln, die drin sind, auf 10. Setzen den auf Ausrufezeichen. Machen den auf 6. Der wird auch 6. Wie viel Stroh haben wir eigentlich noch? Aber wir haben eigentlich noch ziemlich viel Stroh, ne? Also wo ist das Problem, das hier zu bauen? Ach so, der Sack. Es fehlen die Säcke. Ich mach die hier mal weg. So, dass zuerst der Sack hergestellt wird. Dann machen wir hier auch mal Ausrufezeichen, damit das direkt gemacht wird. Den Steinkamin setze ich auch auf 10. Weil ich glaube, der kann sehr viel für die Temperatur tun. Das heißt, hier kommt auch mal eine 7 hin. Der Brennofen hat eine 8. Jetzt haben wir natürlich keinen, der Industrie macht, ne? Weil das war ja, dafür war ja Bad Kitty zuständig. Oh, sorry. Jetzt geben wir das Micha. Aber wir bekommen hier leider nicht so viele neue Leute dazu, ne? Also das dauert hier richtig lang, bis wir neue Leute bekommen. Kann ich denn wegen der Sauberkeit machen? Im Winter. Ja, wenig Nahrung. Es ist kalt. Diese Fackel wäre ready. Diese Fackel wäre ready. Die wäre ready. Die wäre ready. Ja, theoretisch haben wir sogar gerade im Moment noch Wasser. Wie könnte ich das denn machen, dass die sich irgendwo reinigen? Trinkbereich, klar, Wasser, Waschbereich. Ist halt hier, ne?
Ich verstehe halt nicht, warum, wenn die sind hier alle am Frieren. Ich verstehe halt nicht, warum die dann nicht die Fackeln über Nacht anlassen und alle anmachen. Das verstehe ich halt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das eine Einstellungssache ist, ne? Was ist denn strenge Fähigkeiten? Ja, das machen die ja anscheinend auch nicht. Obwohl es aktiviert ist. Ich dachte gerade, da wären Säcke drin. Weil wenn ich hier so gucke, da auf dem Bild, hier, da sind Säcke. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, herausgezoomt zu spielen. Ich finde, das sieht halt ultra kacke aus, ne? Aber gut, ich versuche mal dran zu denken, weil es halt so gewünscht war, jetzt in den Kommentaren. Ist hier kein Dach? Hier fehlt ein Dach. Da fehlt einfach mal ein Dach. Ja, hier ist ein Dach. Da ist auch ein Dach. Ja, hier brauchen wir Eisenerz aus dem Stein. Aber cool, wie das mit dem Fenster nach draußen spiegelt, wenn da drin Licht ist. Ich habe so viele Schlingen gebaut. Aber hier ist ein totes Kaninchen. Wer kümmert sich eigentlich? Micha. Micha ist auch im Weg zum Jagen. Achso, Micha hat nur einen langen Weg. Um die Kaninchen zu holen. Was machst du mit dem Fleisch? Holt Äste. Ach so, und dann wird's geräuchert. Oh, ein Napf wurde freigeschaltet. Ach so, weil das fertig ist. Na komm, setzen wir mal da hin. Ich habe zwar gar keine Haustiere. Oh, hier wird mal ein Fellmantel hergestellt. Sehr schön. So, Bad Kitty wurde begraben. Nahrung ist immer noch so eine Sache. Du brauchst. Die Fressnäpfe brauchen einen Holzstamm. Tatsache, ey. Ah, Ray ist dabei. Sehr gut. Momentane Tätigkeit, Toilette. Die Toiletten müssen wir vielleicht dann nochmal ein bisschen verteilter bauen, oder? So kleine Plumpsklos.
Ich meine, wir haben ja gar nicht mehr so viele Äste tatsächlich. Wir platzieren hier einfach mal. Achso, Sekunde. Muss ja so sein. So, Flechtwand. So eine Strohtür. Bei Dach machen wir hier einen Steindach. Und hier einen Strohdach. Und da wird dann ein Plumpsklo gemacht. Zack. Dann würde ich sagen, tun wir die anderen dann hier dran machen. Micha ist am Verhungern. Naja, ich habe ja Jagen auf Aufgabenliste gegeben. Na, Bären geht nicht. Pilze. Pilze gibt's wohl noch ein paar. So, machen wir noch mal Jagen. Ja, Jagen ist plus 2. Na, ein paar Aufgaben sind jetzt dazugekommen. Ist jetzt Micha auch gestorben? Jetzt ist Micha auch gestorben, na toll. So, das nächste Grab. Micha war fürs Jagen zuständig. Das weiß ich noch. Jetzt tut keiner jagen. Nuninator, wie wär's mit dir? Götter von Kutu dann eher bauen? Holzhacken haben wir jetzt zwei, die das gerne machen. Bergbau macht im Prinzip keiner. Ist okay. Bauen haben wir hier oben zwei. Kochen ist hier. Landwirtschaft macht die Norm. Industrie macht keiner. Tun wir mal zu Götterfunke Kleidung. Tun wir mal zu Ray. Transport haben wir, Reinigen haben wir.
So, es sind drei Leute am Hungern. Götterfunke liegt. Hier machen wir mal die Prio runter. Die Norm liegt auch. Wir haben halt nichts zu essen, ne? Wir sind jetzt alle am Verhungern. Ray auch? Okay. Wenn wir die beiden wegtun, dann haben wir ein Problem. Dann können wir die nicht nachzüchten. Ray ist verhungert? Ja, das war's. Wir müssen von vorne anfangen. Naja, wenigstens war die Temperatur am Ende nicht der Ausgangsgeber, sondern die Nahrung. Also ein typisches Winter-Endszenario. Ich dachte aber auch, dass wir mehr Leute bekommen, wenn die zu uns wandern, aber es ist tatsächlich irgendwie nur durch Familie, ne? Das heißt, irgendwann würden die ein neues Kind gebären. Das heißt, wir müssen ganz am Anfang schon gucken, dass wir irgendwie eine Familie bekommen, die relativ stark ist. Nur noch Nuninator, Yugulias und Dino am Leben. Das hat keinen Sinn, wir fangen von vorne an. Ist natürlich schade um das Ganze, was wir gebaut haben, aber wir lernen halt aus jedem Teil dazu, ne? Das Gebäude gefiel mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir werden uns auch wieder darauf so ein bisschen priorisieren. So, Dinom ist auch tot. Weil wir haben halt hier den Vorteil, hier haben wir zumindest eine Feuerquelle, die permanent brennt. Die so ein bisschen die Temperatur hier erhöht. Aber wie es aussieht, ist der Winter fast vorbei, weil es wird wieder wärmer. Aber jetzt ist eh egal. Hätte Ray überlegt, dann hätte man überlegen können, ja, okay. Weil Ray konnte ja irgendwie alles. Beziehungsweise hatte auf alles irgendwie Fähigkeiten, das zu machen. Aber gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Sache ist, ob die beiden das hier alles wieder aufbauen könnten. Nun, die NATO liegt jetzt auch. Oh, jetzt brennt auch noch die Hütte. Yugulias liegt auch. Alles klar, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir wieder von vorne anfangen. Wir können jetzt noch zugucken, wie hier alles niederbrennt. Also, Ray hat jetzt schon mal seine Feuerbestattung. Ja, ich muss mit dem Feuer echt, das muss ich auch anders machen. Das heißt, ich hätte den Raum ein größer machen müssen, sodass nichts Feuer fangen kann. Nun, die NATO ist tot.
Wir warten jetzt noch, bis Jo verhungert ist und gucken mal, was passiert. Die Leiche scheint aber nicht wegzubrennen, oder? Dauert es einfach nur länger? Doch, es dauert nur länger. Naja, Ray bekommt die Feuerbestattung. Rennt aber echt lang. Und Jo ist verhungert. So, wir haben keine Leute mehr. Aber das Spiel geht irgendwie immer noch weiter. Warum geht das denn jetzt noch weiter? Aber wir haben da, guck mal hier, ne? Wir haben hier 3 Grad. Hier haben wir 430 Grad. Also irgendwas stimmt mit den Temperaturen noch nicht. Zwölffache Geschwindigkeit. Wie lang der brennt? Ich will nur gucken, ob was übrig bleibt. Meine Güte, dauert das lang. Aber das Feuer breitet sich nicht weiter aus. Also der Boden und Wand, die halten das aus, genau wie die Decke. So, Haltbarkeit 0. Weggebrannt. Ah, jetzt brennen die Klamotten. Alles klar. Gut. Wir haben jetzt hier einfach nur einen Aschefleck, aber keine Asche. Alles klar, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.